Hallöchen! Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Ründchen vom Landwirtschaftssimulator. Jetzt hole ich mir hier die Ballenpresse ran. Auf das wir Ballenpressen mögen. Oh, was ist denn das? Ah, ich glaube, ich verstehe die Statistik. Ich glaube, das Rechte mit dem Einballen könnte sein, wie viele Ballen wir mit der Maschine hier gemacht haben. Und das andere mit den drei Ballen könnte heißen, wie viele Ballen wir insgesamt komplett gemacht hatten. Ausgeklappt ist sie noch, dann müssen wir sie nur anmachen. Lässt sich drüber reden. So, jetzt drehen wir uns hier mal ein Stück. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Jetzt müssten wir hier schon wieder die nächsten Ballen liegen haben, ja. Schleife ich den jetzt mit mir mit? Na, schönen Dank. Wie kriege ich denn den Ballen da jetzt wieder weg? Ich wollte ihn nicht mitnehmen. Danke. Komm, Ballenpresse, wir gehen. Ah, nee, Leute, wisst ihr, was das heißen wird da unten? Vielleicht bedeutet das rechte, wie viele Ballen wir gepresst haben, und das linke, wie viele Ballen noch rumliegen, einfach so. So nach dem Motto, die Ballen, die haben wir nie irgendwo hingestellt, weil die drei übereinander, das könnte auch ein Lagersymbol sein. Werden wir gleich sehen, die drei Ballen, die ich gepresst habe, die lade ich ja jetzt natürlich auf den tollen Wagen hier. Hier drin können wir, glaube ich, die Ballen auch verkaufen. Ich weiß nicht, ob wir die irgendwie mit dem Ding hier auskippen können oder so. Das müssen wir ja alles testen. Das ist Neuland für mich. Ich hatte mit dem ganzen Ballenzeug noch nichts zu tun. Arbeitsstellung. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob das klappt, ne? Und vor allem, wie das klappt. Boah, dass das so nebelig hier ist. Aber ist doch mehr als schick. Ah nee, das waren gar nicht drei Ballen. Ich glaube, nur zwei liegen rum, ne? Weil sonst hätte ich da unten ja eine 3 gehabt und keine 2. So, hier müsste jetzt gleich der erste Ballen irgendwo liegen. Ja, da. Bin ich ja mal gespannt, wie das klappt. Ah. Wird schön raufgefahren und plumps. Ballen entladen. Wir können die also auch entladen. Das ist gut. Weil momentan können wir mit den Ballen ja nicht viel anfangen. Handicap. Das klingt gut. Nehmen wir an. Da kümmern wir uns halt um den Ballen wann anders, ne? Handicap, meine Lieblingsmission. Weil bestbezahlte Mission und so. Die zwei Ballen, die wir jetzt haben, die werden wir gleich verkaufen an der Scheune, um einfach mal zu gucken, wie viel das Zeug einbringt. Wir haben eh noch keine Futtermilchmaschine, deshalb können wir auch erstmal gucken, wie viel uns das Toy auf dem offenen Markt einbringt. Wird nicht sehr viel sein, denke ich mal, aber solche Dinge weiß ich halt gerne mal. Los geht's! Oh yeah! Mach weg das Gras! Haben wir hier eigentlich irgendwo eine Tankstelle in der Nähe? Weil momentan haben wir zwar noch über die Hälfte des Tanks voll, aber irgendwann werden wir mal tanken gehen müssen. Dann wäre das natürlich recht unschön,
Wenn wir dastehen und es nicht können. Und für den Fall der Fälle gibt es ja auch noch einen Tankwagen, den wir uns holen können. Den wir aber wahrscheinlich nicht brauchen, weil das Benzin hier, das hält relativ lang. So, nun zurück zu den Ballen. So. Zwei Ballen haben wir hinten drin. Hier passen aber viele rein, hä? Stand da nicht irgendwas von wegen 12 Ballen? Hier passen doch mindestens 75.000 rein. Arbeite gefälligst was schneller, du fauler Bengel. Eine neue Aussaatmaschine wäre vielleicht auch mal ganz gut. Dann würde das Feld nämlich auch besser wachsen. So, es ist gerade 9 Uhr geworden, das ist ganz gut. 32.100 haben wir circa. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den Wagen hier gut reinkriegen. Und oh. Wie jetzt? Mehr gibt's nicht? Na gut, dann... Scheiß auf Ballenverkauf. Apropos Ballenverkauf, wo haben wir die Presse hingestellt? Weil da, wo die Presse ist, stelle ich auch den Wagen einfach mal ab. Aber wir können ihn auch so hier hinstellen. Tja. Angeeckt. So gehört sich das. Apropos angeeckt. Keine Ahnung, wie ich jetzt da drauf komme, aber wie sieht's denn aus mit den platzierbaren Objekten? Genau, zwei wollten wir noch, damit wir hier auf 10 sind. Wollen wir doch mal gucken, wo wir das Ding noch hinstellen können. Hier oben haben wir ja eigentlich schöne Sachen. Hier haben wir schon eins. Schwupp. Wer braucht schon einen Campingplatz? So, okay, die ganze Ballensache ist jetzt erstmal erledigt. Aber da können wir auch gleich mal nach was anderem gucken. Traktor, Frontlader, Erntemaschinen. Ach so, das sind Mods. Upsala. Nee, das wollte ich ja auch gar nicht, ne? Kartoffelernte, Rübenernte, Kipper, Gruber, Flüge. Hier sind wir richtig. Oh, die sind auch gar nicht so teuer, wie ich dachte. Acht Meter Arbeitsbreite, mhm. 9 Meter. Die werden aber teuer jetzt. 15 Meter, 9 Meter. Die hat die höchste Arbeitsbreite. Mit der Entwicklung des Condor komplettiert Amazone die Produktpalette im Bereich der Zinkensäumaschinen. Neben der bewährten Universalmaschine Primera DMC für die Aussaat in bearbeitete und unbearbeitete Böden wird nun eine Direktsämaschine für den speziellen Einsatz in der Stoppel vorgestellt. Dabei bleibt sich Amazone bei der Wahl, das ist und verwendet einzelne Dinge. Okay, also wir brauchen hierfür kein genaues Gerät, aber 155.000. Naja, 15 Meter, das ist eine ganz schöne Sache, ne? Das ist ein ganz schönes Teil, oh. Aber teuer. Teuer, teuer. Wie alles in diesem Spiel. Immer ist alles teuer, ey. Wie sieht's aus? Mach schneller. Wir werfen jetzt mal einen Blick bei den Hühnern vorbei. Die haben bestimmt wieder kräftig gelegt. Das machen sie gerne mal, wenn ich nicht hingucke. Ja, ich komm ja. Oh, Hilfe. Kaum gucke ich in den Himmel, kommt eine Mission reingeschneit. Kann ja nicht wahr sein. Nicht mal in Ruhe seine Arbeit erledigen kann man hier. Guten Abend. Oh, ihr habt hier wieder alle voll getroschen. Zuckerrüben habe ich nicht.
knall dir gleich meine Zuckerrübe in den Nacken. Und ja, das war zweideutig gemeint. Das Niveau dieses Let's Plays ist schlagartig um 75 Punkte gefallen. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ja, Eierchen, leckere, knackige Eierchen. Ein Schloss, zu dem kein Schlüssel passt, schließt in sich eine goldene Last. Na, welcher Film war das? Hm, wer hat's gesagt? Wer zu wem? Welcher Film? Schwupp. So, wo ist mein Lieblingstraktor da? Der hier braucht eine Weile. In der Zeit schnappen wir uns das Güllefass und laden das nach. Apropos nachladen, die Kühe, die hatte ich ganz vergessen. Die haben bestimmt inzwischen wieder Futtermangel. Darum können wir uns ja kümmern, wenn wir schon mal da oben sind. Man muss immer nach oben streben. Was ich auch gleich mal an dieser Stelle beantworten kann, weil mich das ab und an mal einer gefragt hat. Peter! Peter, 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 Peter! Peter, hör mir zu, wenn ich mit dir rede! Pass mal auf, du spielst ja Landwirtschaftssimulator, ne? Sag mal, wie lange, wie viele Videos hast du denn vorzumachen, hä? Wann ist das vorbei, hä? Sag mal. Ja, dazu kann ich euch nämlich eigentlich gar nichts sagen. Ich bin... Das Ende ist offen in diesem Spiel, ne? Also momentan ist kein Ende in Sicht, denke ich. Wir haben noch jede Menge Sachen auszuprobieren, jede Menge Sachen zu kaufen. Und, also ich denke, 100 Videos werden es wohl mindestens werden. Da ist wirklich kein Ende in Sicht. Das kann ich euch auch erst sagen, wenn es wirklich soweit ist, dass ich vorhabe, es zu beenden. Weil ganz simpel gesprochen, wir haben hier so viel zu tun, da weiß ich einfach nicht, wann wir so viel verdienen, dass wir uns alles kaufen können, was wir wollen und dass das Spiel dann wirklich langweilig wird, weil wir ja eh alles haben. Aber momentan habe ich noch so viele Ziele hier mir gesteckt, dass das noch locker eine ganze Weile dauern wird. Also keine Angst, ich bin ja nicht der Typ, der einfach so irgendwelche Let's Plays abbricht mittendrin. Wir spielen das Spiel noch eine ganze Weile weiter an alle Bauernfreunde da draußen. Hier läuft's immer weiter. Immer weiter, immer weiter. Ah, was war das denn? Blöder Erdhugel hier. Grand Kote. Kotte. Dam, dam. Boah, ich fahr hier aber nah am Zaun. Nicht, dass ich da auflaufe, sag ich mal. Ja, wir haben hier nämlich auch noch so viel zu kaufen. Neue Traktoren, neue Sämaschinen. Haufen Zeug, das ich noch haben will. Aber momentan noch nicht habe. Also hier ist definitiv noch lange kein Ende in Sicht. Immer schön nach oben muss man streben. Na, wollt ihr mal ausputzen hier mit der Zunge? Lecker, lecker. Jetzt komme ich nur noch anliegen, hier überall nur noch meine Kuhskelette rum. Ich glaube nämlich, die sind inzwischen echt am Verhungern. Ich habe ja schon ewig hier kein frisches Gras mehr hingebracht. Hier ist alles schön nachgewachsen. Oh ja, gähnende Leere. Ist natürlich nicht so gut, weil dadurch die Milchproduktion... So, man kannst du mich mal in Ruhe lassen. Gerät auffüllen. Während die sich darum kümmern, fahre ich mal schnell ein paar Runden mit dem Meer. Es wird nämlich mal wieder Zeit. Hier bräuchte ich ja auch mal irgendwas, womit ich mehr Gras holen kann. Also ich habe so viele Sachen, die ich noch holen will. Oh Mann, oh Mann. Wir haben noch viel vor, Leute. Wir haben noch viel, viel vor. Das ganze Ding hier wollte ich ja mal in eine Futterwiese machen. Aber dafür fehlt mir momentan das Geld. Ich wollte jetzt erstmal nochmal auf 20.000, damit wir dann die bereits erwähnten 20 Bienenhäuser haben. 10, Entschuldigung. Dann werde ich mich vor allem auch darum kümmern, dass wir unsere Schulden zurückzahlen. Und dann müssen wir erstmal schauen, dass wir die Ernte optimieren. Die Kühe stehen momentan bei mir erstmal an hinterster Stelle. Weil die produzieren trotzdem zwar weniger, wenn sie kein Futter kriegen, aber sie produzieren. Von daher mache ich mir da momentan überhaupt keinen Stress. Und lasse das alles laufen, wie es ist.
So, und jetzt nichts wie zurück. Nochmal gucken, ob wir hier was stehen lassen haben. Hier am Rand können wir noch ein bisschen Schönarbeit leisten. So, und wenn die Kühe das Futter haben, ist nämlich auch für heute wieder Schluss. Dann werden wir beim nächsten Mal, denke ich mal, eine Weile hier bleiben. Der Carlos unten hat ja noch genug zu tun. Da können wir erstmal das Futter hier wieder aufstocken. Müssen dann natürlich zwischendurch mal zurück, weil der Carlos bald mit seinem ersten Feld fertig ist. Aber wichtig ist jetzt erstmal, dass die Kühe hier wieder ordentlich Futter bekommen. Und darum werden wir uns beim nächsten Mal, wie gesagt, kümmern. Macht's gut!